jetzt den Schwefel hier hinbringt. Apropos, wo war das immer, wo sich die Züge immer festgefahren hatten? Das war doch irgendwo hier? Das scheint jetzt aber zu funktionieren. Oh, hier ist so viel. Das scheint jetzt aber zu funktionieren. Muss ich mal sagen, hier unten die Stelle. Was macht eigentlich unser Zug 1? Ist der jetzt mal im Plus? Ja, es wird langsam weniger. Und bei den Schiffen. Millionen. Gut, hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Gut, also insgesamt auch wahrscheinlich besser so, das so zu machen. So, der wartet da. So, hatte ich hier nicht noch irgendwelche Züge, die im Depot sind? Ja. Haben die Ersatzteile? Ja. Okay, dann recyceln wir das mal. Und sagen ihm, also, er soll einfach. Hier hochfahren. Geht das überhaupt? Nee, ne? Oh, warum? Na gut, wir können ja erstmal fahren lassen. Das heißt, er muss hier hoch. Und für die Rückfahrt muss er. Eigentlich müsste er für die Rückfahrt hier auf die Wendeschleife. So. Und dann. Oh nee, das kann man doch. Das kann man doch keinem Zug anbieten, so zu fahren. Warte mal, ich habe eine Idee. Ziehen das hier rüber. Oh, sorry, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Tut mir leid. Das noch anders machen. So einfach. Hier so eine kleine Wendeschleife rein. Und die werden sich auch denken, was baut der hier? Die professionellen oben TDD-Spieler. Aber manchmal ist das halt einfach so, dass hier irgend so ein Käse rauskommt. Und der Zug kann jetzt wenigstens hier umlenken. Was brauchen wir nur noch hier? Altmetall. Old Metal, wie man so schön sagt. Da haben wir hier den Hafen. Den Kai. Kai aus der Kiste, ne? Wer kennt's nicht? Und hier hinten am Hotel den Schrottplatz. Das ist eine gute Sache. Hotel am Schrottplatz. Und das fetzt richtig. Also würde ich einfach schon sagen, das wird dort auf jeden Fall beides. Ankeddeln. Genau.
Stadt und Hafen. Vielleicht. Wobei, hier haben wir eigentlich schon eine Straße. Wird zwar die Anwohner wieder übelst anpissen, wenn hier der ganze Schwerlastverkehr durchs Dorf rammelt. Aber wie ist es, sagen wir so schön, dann ist das halt so. Das ist auch ein schönes, schönes Lied. Das gefällt mir auch irgendwie. So, die LKWs würden dann hier die Brücke fahren. Aber wie kann ich denn jetzt hier bei dem Hafen? Ich muss ja mal diesen ganzen Block hier abreißen, bitte. Gucken, ob das so funktioniert. Erstmal schön als Highway gebaut hier. Das ist Altmetall. Da kommt natürlich der Mettler zum Einsatz. Viermal wird er schön weggemettelt. Altmetall, zack. Ja, und der Hafen? Hm. Da sehe ich jetzt, tja, wie kann man da jetzt in die Station bauen, ohne dass da die Hälfte, dass man da die halbe Stadt abreißen muss. Ich meine, die Gebäude, die wir gerade abgerissen haben, das war schon ein bisschen viel am Ende. Ich weiß nicht, ob, da die, ob der Stadtverwaltung das gefällt, wenn wir hier noch mehr LKWs durchlassen. Gucken erstmal hier. Ach guck mal, die sind schon mal so schlau und stellen sich nebeneinander hin. Da passt das schon mal. Dauert dann aber bloß, bis es voll ist. Naja. Oh, sie sind jetzt auf gelb, ne? Ich fand das, glaube ich, tatsächlich nicht. Na gut, es ist noch gut. So, jetzt lädt er auch hier ab. Da gibt es gleich vierfach. Vierfache Produktion, jetzt ist alles ein bisschen schneller fertig. Tja, eigentlich müsste man das hier irgendwie mitnehmen, ne? Ach, das ist eine Industrie. Das ist auch eine Industrie und das kann dann nicht weggerissen werden, oder wie? Ach nee, scheiße. Hm. Na gut, ich kann höchstens das hier abreißen. Ich glaube, das war der Stadtverwaltung jetzt zu viel. Klappt denn der alte Baha-Home-Trick? Baha-Home-Trick. Nein, er klappt nicht mehr. Er klappt nicht mehr. Er klappt nicht mehr. Aber wir müssen da einmal die Stadtverwaltung bestechen und dann geht das auch. Hier nichts wegreißen, bitte. Einfach die Straße bauen.
Hat ja auch mit dem Altmetall ein bisschen gemeddelt. Nehme ich auch 4, obwohl das vielleicht ein bisschen. Ja. Oh, hab ich jetzt keine, haben jetzt keine Shared Orders bekommen? Nee, doch. Egal. Wird schon passen. Achso, der eine hatte keinen Shared Order gehabt. So, jetzt hätten wir den Schwefel. Beziehungsweise haben wir jetzt hier alles, was hier rankommt. Da ist immer noch so viel Kautschuk drin. Wahrscheinlich könnte man ja noch mehr Züge fahren lassen, aber dann ist das vielleicht auch ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu heiß. Nicht, dass das dann wirklich mal da alles voll ist oder leer. Ich hole nochmal 2 Chemikalienzüge rein, wenn jetzt hier so viel drin rumliegt. Oh, 3 Millionen Liter Öl. Eieiei. 3 Millionen Liter. Ich glaube, dieses Vierfach, das lohnt sich, glaube ich, mittlerweile. Hm? Das heißt, hier können wir das Schiff, die Schifffahrt noch ausbauen. So, hier können wir das Lied mit der Glocke. Bitte ein Schiff bauen. So, Abfahrt. Und da auch. Hier können wir noch ein paar Ölzüge machen, aber jetzt haben wir so ein paar Schiffe und dann müsste es doch eigentlich ein bisschen besser noch alles laufen.